Oh Mann, oh Mann. Ich frag mal hier, ob mir jemand helfen kann. Hallo, guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Ich habe einen optischen Notfall. Ich muss dringend zu einem guten Friseur. Da kann ich Ihnen helfen. Oh, steigen Sie ein. Das hört man gern. Dankeschön. Hallo. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich grüße Sie. Ihr Kopf bedarf dringend einer Kultur. Sie sehen ja aus wie ein Sozialdemokrat. Okay, Sie scheinen mir jemand zu sein, der sich damit auskennt. Da haben Sie recht. Ich bin Willi Hartwig. Sie sind Willi Hartwig? Ja. Sie sind der Friseur seit 45 Jahren, meine ich, hier in Neheim, ne? Das ist richtig, ja. Okay, ich habe schon ganz viel von Ihnen gehört. Wie arbeitet es sich denn so als lebende Legende? Oh, Gottes Willen, ich bin ganz kleiner und einfacher Friseur. Ich arbeite mit Riesenspaß und wenn es geht, weil es mir so viel Freude macht, arbeite ich bis zum Tode. Wirklich? Ja. Okay. Sagen Sie mal, wo ich Sie gerade hier habe. Bei Priestern und bei Steuerberatern und Rechtsanwälten gibt es doch so eine Art Schweigepflicht, ne? Richtig. Gibt es das eigentlich bei Friseuren auch? Selbstverständlich. Und zwar darf man auf keinen Fall Dinge, die einem anvertraut werden, weitererzählen. Sonst ist der Laden ganz schnell leer und kein Kunde betritt mehr den Salon. Okay. Aber es geht ja nicht nur um Schweigen, sondern es geht ja auch um handwerkliche Qualität, ne? Oh. Selbstverständlich. Haben Sie eigentlich schon mal abgelehnt, irgendeinen Haarschnitt zu schneiden, weil er Ihnen nicht gefiel? Nein, noch nie. Und zwar ist das Qualität, was der Kunde wünscht. Und wenn man genau das tut, was der Kunde wünscht, dann ist auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er wiederkommt. Okay. Und Sie haben ja wohl ganz schön viele Stammgäste, ne? Was man so hört. Man kann sagen, 99,5% sind Stammgäste und nur 0,5% Laufkunden. Okay. Sagen Sie mal, Herr Hartwig, über Yogi Löw sagt man ja, dass er wichtige strategische Entscheidungen immer erst mit seinem Friseur besprochen hat. Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob das wirklich stimmt. Ziehen Sie auch irgendwo im Hintergrund die Fäden? Das wäre schön. Nein, leider auf keinen Fall. Sie sind nicht der, der im Hintergrund plötzlich neue Baugebiete ausweist oder Strafmandate erteilt oder sowas? Auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Nee? Nein. Okay. So, und wie geht's weiter eigentlich im Salon Hartwig? Werden Sie irgendwann, Sie haben ja eben gesagt, Sie möchten eigentlich arbeiten bis zu Ihrem seligen Ende. Das muss ja noch nicht so bald sein, so jung und rüstig, wie Sie sind. Haben Sie denn eigentlich eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger? Zwei. Ich habe zwei Töchter und beide sind Meisterinnen. Wow. Und von daher... Sie sind ja auch Meister, ne? Richtig, ja. Okay, und haben Ihre Töchter mehr in der Meisterschule gelernt oder haben die mehr vom Papa gelernt? Oh, ich glaube, es addiert sich. Und zwar, der allgemeine Horizont wird durch die Meisterprüfung unheimlich erweitert. Zum Beispiel, wenn es um Betriebswirtschaft geht, Buchführung. Okay. Da kann man eine Menge lernen und natürlich viel lernt man durch den Alltag. Okay. Und da ist ja auch ganz schön viel Chemie dabei immer, ne? Muss man richtig. Farbe, Dauerwelle. Machen Sie sowas auch? Selbstverständlich. Oh Gott. Was würden Sie mir für eine Haarfarbe empfehlen? Ich trage die Haare ja jetzt lang und grau. Leider, muss man sagen. Also im Moment haben wir so einen richtig schönen brennenden Rotton. So, das ist Ihr Laden hier? Das ist mein Betrieb, jawohl. Okay. Oh, hier ist sogar ein Parkplatz frei. Hier kann man eigentlich immer parken, ne? Selbstverständlich. Und okay. Ich glaube, Elektroautos brauchen auch keinen. Wirklich? Keinen Zettel. So, jetzt hoffe ich, dass Sie mir aus dieser misslichen Situation heraushelfen. Selbstverständlich. Gerne. Mit großem Vergnügen. Haben Sie schon eine Idee? Auf jeden Fall. Okay, dann raus mit uns. Das war Rettung in höchster Not. Jawohl, jetzt sehen Sie wieder aus wie ein Demokrat. Vielen Dank. Ach, gern.